Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bevor ich mit den nächsten Punkten aus dem Buch Fundamente der Sunna des Autors Imam Ahmed ibn Hanbal rahimullah fortfahren werde, inshallah, möchte ich Bezug nehmend auf die Punkte aus dem vorherigen Video, in dem der Autor dieses Buches über die vortreffliche Generation der Sahaba, der Prophetengefährten, gesprochen hat. Weiterhin sprach er über den Gehorsam gegenüber dem Amir al-Mukminin, egal ob diese Person rechtschaffend oder sündhaft ist. Denn wenn das Volk einstimmig einen Führer der Gläubigen ernannt hat und sich auch darüber einig ist, darf man sich nicht gegen ihn erheben und gegen ihn revoltieren. Vielmehr soll man sein Wohlwollen gegenüber den Herrscher zeigen und mit ihm zufrieden sein und seinen Verpflichtungen ihm gegenüber Folge leisten. Zu Sunna gehört weiterhin, dass man das Freitagsgebet, den Juma, hinter den Amir al-Mukminin beten sollte, sprich zwei Gebetseinheiten Rakat durchführen sollte. Nur ist mir heutzutage leider niemand bekannt, dass in den islamisch geprägten Ländern der Regierende oder die verantwortliche Person für die Mukminin, für die Muslime, das Freitagsgebet leiten würde. Also mir ist niemand bekannt. Allahu alam, vielleicht kann mich jemand eines Besseres belehren und mir dies aufzeigen, inshallah. Weiterhin ist das Töten einer regierenden Person nicht rechtmäßig. Weiterhin ist es nicht zulässig, dass jemand unter dem Volk gegen den Amir al-Mukminin zu einem Aufstand aufruft. Wer dies tut, ist ein Erneuerer in der Religion und hat einen anderen Weg als die Sunna beschritten. Bemerkt sei dazu hin, dass die heutigen sogenannten islamischen Führer nicht einig sind, jeder seinen eigenen territorialen Staat innehat, und man mag stehen, wie man will, mit Gewalt gegen sein Volk regiert. Das ist auch nicht im Sinne der Al-Sunna wal-Jama'a. Gehen wir nun zu den nächsten Punkten, inshallah, über, in dem der Autor dieses Buches sagt, gegen die Diebe und die Aufständischen, damit sind die Rawaisch unter anderem gemeint, zu kämpfen ist erlaubt. Dies tritt ein, wenn sie auf einen Mann losgehen, in Bezug auf seine Person und sein Vermögen, also seine Habe. Es ist dann für diese Person, die angegriffen wird, erlaubt, zu kämpfen, um sich selbst zu verteidigen und sein Eigentum. Weiterhin darf er beide, die Diebe und die Aufständischen, das heißt sich selbst und sein Eigentum, mit allen Mitteln zurücktreiben, sich von sich fernhalten, was innerhalb seiner Möglichkeiten ist, seiner Gegebenheiten. Also nochmal kurz zusammengefasst, es ist jeder Person erlaubt, sich gegen Diebe und gegen ungerechte Aufständische zu verteidigen, wenn es um sein Leben geht und um sein Eigentum. Im nächsten Punkt spricht der Autor dieses Buches, aber es ist ihm nicht erlaubt, wenn sie sich von ihm abwenden oder es aufgeben, sich gegen die jeweilige Person zu stellen. Weder darf er ihrer Spuren, der Fährte, nachfolgen, noch ist dies irgendjemanden anderes gestattet, außer dem Imam, den islamischen Führer. Oder es sind jene, die durch die Autorität der Muslime beauftragt worden sind, dies zu tun. Im nächsten Punkt spricht der Autor, es ist einer Person nur gestattet, sich an seinen eigenen Ort, an seinem Platz, an dem er sich befindet, zu verteidigen, und er sollte bei all seinen Bestrebungen gegen sie, die Aufständischen, beachten, dass er niemanden töten wird. Aber wenn er jemanden tötet, indem er sich selbst im Kampf verteidigt hat, dann wird Allah denjenigen,
der getötet wurde, weit von sich entfernen, von sich selbst und von jeglicher Güte. Und wenn er die Person selbst in diesem Staat getötet wird, während er sich sein Eigentum verteidigt, dann hoffe ich, dass er das Märtyrium erreicht hat, welches in den Hadithen vorkommt. Der Hadith, dem der Imam Rahimullah erwähnt, ist von Abu Huraira, radiallahu anhum, welcher überliefert: Ein Mann kam zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi salam, und sagte: Gesandter Allahs, was denkst du, wenn ein Mann zu mir kommt, um meinen Besitz zu beschlagnahmen? Er, sallallahu alaihi salam, sagte: Überlasse ihn nicht deinem Besitz. Der Mann sagte daraufhin: Wenn er mich bekämpft? Er, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi salam, bemerkte: Dann kämpfe mit ihm. Der Mann sagte weiter: Was denkst du, wenn ich getötet werde? Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi salam, bemerkte wieder: Dann wirst du ein Märtyrer. Der Mann sagte weiter: Was denkst du, wenn ich ihn töte? Er, sallallahu alaihi salam, sagte: Er wird in das Feuer eingehen. Überliefert ist dies bei Sahih Muslim, aus der englischen Überlieferung übernommen, Band 1, Seite 80, Hadith Nummer 259. Im nächsten Punkt spricht der Autor dieses Buches: Und man sollte alle Überlieferungen beachten, welche das Kämpfen befehlen, aber befiehlt nicht, ihn zu töten, noch ihn zu verfolgen und ihm auch nicht den Todesstoß zu geben, wenn er fallen oder sich verletzen sollte. Subhanallah, man sollte sich diese Aussage mal überlegen und sich diesmal verdeutlichen. Ich tue es nochmal erwähnen. Und man sollte alle Überlieferungen beachten, welche das Kämpfen befehlen, aber befiehlt nicht, ihn zu töten, noch ihn zu verfolgen und ihn auch nicht den Todesstoß zu geben, wenn er fallen oder sich verletzen sollte. Imam Ahmed, Rahimullah, hat nach christlicher Zeitrechnung im 8., 9. Jahrhundert gelebt. In einer Zeit, in dem in Europa eine kirchliche Gewaltherrschaft regiert hat und auch in dem die Feudalherren das Volk ausgenutzt haben, ausgeblutet haben, für ihre Zwecke missbraucht haben und der einfache Bürger ein Leibeigener war, um seinen Herren zu dienen. Also sprich der weltlichen Macht der Kirche und den Königen und den Fürsten und den Grafen. Und heute, subhanallah, spricht die westliche Welt davon, dass der Islam noch im Mittelalter sei und rückständig sei, indem hier ganz klar hier zu sehen ist, was der Islam und was die Sunna hier aussagt, indem man, wenn man angegriffen wird, sich verteidigen darf, aber indem man einhalten soll, diese Personen nicht töten soll, sondern sogar, wenn sich die angreifende Person, also der Aggressor, wenn er fallen sollte und sich verletzen sollte, sollte man einhalten und ihn nicht den Todesstoß versetzen. Subhanallah. Wo wird das heute in der westlichen Welt gelehrt? Wo ist diese Moral? Wo ist diese feine Charaktereigenschaft, indem man seine Emotionen, sein Zorn, wenn man angegriffen wird, um seinem Leben bangen muss und sein Eigentum, damit ist nicht nur gemeint seine materiellen Güter, sondern auch das Leben seiner Familien, seiner Ehefrau, seiner Ehemann, seinen Kindern, seinen Großeltern, seinen nahen Verwandten. All die gehören hinzu. Man kann auch die Nachbarn dazu zählen, die man beschützen muss, zu denen man gütig sein muss. All dies sind islamische Eigenschaften und Werte, die heute von der westlichen Welt total vernachlässigt werden. Immer wieder
werden Menschen, die dann dazu aufrufen, zu sagen, wir haben diese und jene Missstände in der Gesellschaft, werden als Gutmenschen abgeurteilt und niedergemacht, weil die westliche Medienpropagandawelt die Menschen niedermacht, die versuchen, gute Charaktereigenschaften bei den Menschen hervorzurufen, die nach Gerechtigkeit rufen, nach Fairness rufen. Gegen die Gesetzgebungen sei nichts gesagt, aber die Menschen, die diese Gesetze ausführen, die sie bedienen, die dahinter stecken, sind knallharte Menschen, die nach ihren Interessen streben, um das einfache Volk unten zu halten und auszubeuten. Die Ressourcen sind für alle Menschen da. Man muss sie fair verteilen, so dass alle Menschen bestrebt sind, ein friedliches und gutes Leben zu haben. Und das sagt Imam Ahmed Rahimullah eindeutig in diesem Punkt. Er spricht hier von der Barmherzigkeit gegenüber Menschen, selbst wenn sie die Aggressoren sind. Das ist der Islam. Und wovon hat der Autor dieses Buches dies gelernt? Vom besten Menschen, der auf dieser Erde gelaufen ist, vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. So viel erstmal zu der Debatte Integration, wo immer noch niemand eindeutig definiert hat, was Integration zu verstehen ist. Also ich verstehe darunter, sich der deutschen Sprache mächtig zu sein, sich anzueignen, hier ein friedliches und anständiges Leben zu führen. Aber ich rufe damit jeden Menschen auf, sich diese Charaktereigenschaften zu eigen zu machen, welche der Autor dieses Buches hier vertritt. An alle Menschen, nicht nur an die Muslime, in allererster Linie die Muslime, aber auch an die Nicht-Muslime, die zu ihren Werten und zur Moral zurückfinden müssen, die sie doch mit ihren Worten vertreten. Aber sie müssen sie auch mit den Taten vertreten und die Realität sieht nun mal anders aus. Die Gewalttaten, vor allem unter Jugendlichen, der Drogenmissbrauch, der Alkoholmissbrauch nimmt immer mehr zu und die Menschen verlieren ihre Kontrolle. Die Menschen können sich nicht mehr ernähren von ihrem Lohn, es herrscht kein Mindestlohn, die Steuern werden immer weiter nach oben gedrückt, egal ob es schon einen Solidaritätsbeitrag seit über 20 Jahren gibt. Ich möchte all diese Punkte jetzt gar nicht aufzählen, weil es nicht zu diesem Thema gehört, nur möchte ich in diesem Exkurs kurz erwähnen, dass wenn man vorgibt, in einer Wertegesellschaft zu leben, muss man sie auch vertreten. Und ich kann meine islamischen Geschwister dazu aufrufen, dass wir die Werte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vertreten und von den Aussagen des Imams Ahmed rahimullah lernen, indem wir uns diese Eigenschaften zu eigen machen und unser Ego runterstellen, um den Charaktereigenschaften der Sunna Folge zu leisten, inshallah. Und weiterhin spricht der Autor dieses Buches im nächsten Punkt folgendes: Und wenn er ihn, einen Aufständischen, gefangen nimmt, sollte er ihn nicht töten und er sollte die vorgeschriebene Strafe für diese Tat gegen ihn nicht ausführen. Er sollte seine Angelegenheit an denjenigen übergeben, wem auch immer Allah ernannt hat und ihm Vollmacht erteilt hat, so dass er in dieser Angelegenheit urteilen kann. Subhanallah, diese Aussage ist auch eine wertvolle Aussage, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten, inshallah. Nochmal kurz zusammengefasst, wenn man einen Aufständischen, der zu Gewalt aufruft und die Menschen versucht zu unterdrücken und in das Private eintritt, um sein Eigentum anderen Menschen zu nehmen und zu beschlagnahmen, wenn man so eine Person gefangen nimmt, sollte man ihn nicht töten. Man sollte auch die vorgeschriebene Strafe, die für ihn vorgesehen ist, nicht selber durchführen. Man sollte ihn und seine Angelegenheit einer Person, einer Institution übergeben, die von Allah ernannt und die Vollmacht erteilt hat. Sprich in Deutschland der Justiz. Man sollte ihr der Justiz übergeben, die in einer Gerechtigkeit diese Angelegenheit urteilen sollte. Das sagt die Theorie. Die Praxis ist leider so, dass heute die Menschen durch ihre Macht und durch ihre korrupten Intrigen
meistens korrumpiert worden sind. Man sieht, dass Personen, die in Konzernen hohe Stellung haben, in der Politik hohe Stellung haben und Korruption betreiben, dass sie niemals das Gefängnis sehen werden, obwohl ein einfacher Mann, der eine einfache Frau, der vielleicht um sein Leben bangt und einfach nur ein normales Leben führen möchte und seine Kinder versorgen will und vielleicht klaut und dafür ins Gefängnis kommt, da stimmt die Relation gar nicht mehr. Die Relation ist gar nicht mehr gegeben in diesem Fall. Deswegen sollte eine Justiz, bestenfalls natürlich eine islamische, die nach den Gesetzen Allahs regiert und urteilt, da wir in Deutschland leben, die Muslime die Minderheit sind und noch nicht in der Lage sind, das Gesetz Allahs zu 100% vollständig oder auch nur annäherungsweise zu erfüllen und umzusetzen. Denn wir Muslime haben erstmal selbst mit uns selber zu arbeiten, denn wir müssen weg von diesem Jahiliya-Denken, von dem Nationalismus, sondern hin zu der Sunna, der Al-Sunna wal-Jama'a, zu deren Denken. Dorthin müssen wir erstmal finden, inshallah. Und das dauert seine Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen die Menschen dazu bewegen, nach Koran und Sunna zu leben, so wie es die ersten Generationen der Muslime, vor allem die Sahaba, verstanden haben, inshallah. Dahingehend sei nochmal gesagt, dass diese wunderbaren Charaktereigenschaften man sich zu eigen machen sollte, sich darüber Gedanken machen sollte, wie man sich verhält, wie man auftritt, was man eigentlich ist, was das Ziel ist, wie es ist definiert, in welchen Rahmen man sich bewegt, mit welchen Personen man sich umgibt. Das alles sollte man sich mal hinterfragen. Und Allahu alam.